Rein mit dir, kleines Motorrad. Hier einmal zu. Und hier auch einmal zu. So Leute, ich glaube, manche haben das schon mitbekommen. Ich mache hier Ultraweitwinkel rein. Du, wie sieht das denn aus? Ja, Operation 125er Beast. Legal. Oh, hi. Moin. Operation 125er Beast. Legal. Beginnt. Ich habe mir vorgenommen, jetzt wieder alles so langsam ein bisschen legaler zu bauen. Dass, wenn die Polizei mich anhält, dass ich natürlich legal unterwegs bin. Also, nicht legal, aber legal. Hä? Dass ich sage, okay, Bro, das und das ist nicht so ganz nice. Aber der Rest ist safe, Buddy. Also, was wollt ihr? Das habe ich mir gedacht, deswegen let's go, Operation 125er, legal. So, was ich auf jeden Fall eben mal reingebaut habe, ist ein neuer Scheinwerfer. Hier seht ihr den. Der ist richtig schön clean und leuchtet auch, ich sag mal, sehr hell und in einem modernen Farbton, wenn man das so ausdrücken möchte. Hier ist der alte, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das verschimmelt ist oder so, kein Plan. Auf jeden Fall, Leute, das geht auf keinen Fall durch beim TÜV. No way. Als erstes werde ich diese Bolzen hier austauschen, diese Dinger hier. Von den Fußrasten, das sind noch die AliExpress-Dinger und ich weiß nicht. Also ich habe jetzt die Beta Factory-Rasten dran. Die teuren. Und ich weiß nicht. Wir bauen einfach originale Beta-Dinger ran. Sicher ist sicher. Kann ich die mal ranholen? Hier so eine Tüte. Auch echt teuer. Also zahlst du 11 Euro bei Beta. Generell der Beta-Shop ist echt, echt teuer. 11 Euro für die Dinger. Kriegst aber noch nicht mal dieses Drähtchen mit, womit du die hinten zumachst. Das sind die neuen Spiegel. Sieht saftig-knaftig aus, würde ich sagen, an der Stelle. Und es ist legal. Es ist legal, das ist krass. Und mal, hier, ihr kennt mich ja, da, wo die silbernen Dinger sind, da kommen noch rot eduxierte Schrauben rangeballert. Hört sich ja so. Aber was ich euch zeigen wollte, von der Mitte raus 28, sogar bei 29, und hier sind wir auch bei 29. Also alles schuldig, wenn die Polizei mich einhält. Linke habe ich halt nochmal geguckt. Seht ihr ja hier. Und der Abstand soll 18 cm. Ah, brr. Der soll 18 cm sein. Aber. Alright. Habe ich 18 cm. Das ist genauso breit, nämlich wie das Kennzeichen breit ist. Deswegen sind wir da auf der safen Seite. So. Schalthebel ist getauscht, Lichtmaske ist getauscht, Spiegel sind getauscht. Ich beende für heute die Umbausession. Für euch geht das Video gleich weiter. Was morgen noch kommt, sind Hebel, Kupplungs- und Bremshebel. Wenn ihr die haben wollt, schreibt mir auch auf Instagram. Ich habe noch zwei paar rumliegen. Die hier, die jetzt gerade dran sind, keine Gebrauchsspuren, nix. Und noch ganz neue, meine ich, habe ich da noch rumliegen. Schreibt mir auch auf Instagram, wenn ihr die haben wollt. Guten Morgen und tschüss, es hat einfach krass geschneit, Alter. Also, ist vielleicht für manche jetzt normal, also es schneit immer noch, aber hier in Norddeutschland ist es echt selten. Das ist auch krass, Leute, hier der hier, den habe ich ja mal nachgebaut, das ist ja der originale vom Beta, den habe ich schwarz lackiert und von dem, für die 50er, von dem Schalthebel den Kopf abgebohrt und hier rangeklatscht. Was kommt 2 Monate später im Beta-Shop, nachdem ich das gebaut habe? Guckt euch das an. Also, Beta? Habt ihr mir was zu sagen? Auf jeden Fall, Leute, den habe ich abgebaut. Ich weiß nicht, ob ich durch den TÜV komme. Wahrscheinlich kommst du damit durch. Sicher ist, sicher, ja. Keine Ahnung, wenn irgendwer den mir abkaufen will, schreibt mir per Instagram. Keine Ahnung, ich brauch den ja nicht. Bei mir liegt der nur rum. Genau das gleiche wie mit den Spiegeln hier. Ich habe
drei Paar Shinjo-Spiegel, die sind alle noch neu, weil ich die mal gekauft habe, wegen, für mich sind Spiegel Verschleißteile gefühlt. Ja, die sind halt noch neu eingepackt, also wenn ihr die haben wollt, genauso. Wenn ihr eh neue Spiegel oder beziehungsweise andere Spiegel haben wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, die könnt ihr euch snacken. So. La, 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 la. Einmal was von Motomaster. Einmal was von Raximo. Ja, widmen wir uns erstmal Raximo, den Hebeln. Das sind die einzigen Hebel, die ich gefunden habe mit einer ABE. Die ich ja hier dran habe. Die haben ja, das sind ja Schienen. Sind noch schier. Ich habe sogar den Stift hier reingebaut. Durchgebohrt, der ist standardmäßig nicht drin. Und dann funktionieren die standardmäßig auch nicht. Und alles gut, aber ich komme halt nicht so durch den TÜV und ich bin zu faul, die wieder umzubauen. Und ja, als ich die Hebel von Ali gekauft habe, wahrscheinlich von Ali, gar nicht von Ali, von Amazon, aber ich nenne sie Ali-Hebel, weil sie aus China kommen, gab es die Raximo-Hebel noch nicht, die gibt's jetzt. Und ja, ich baue sie mal an. Dann habe ich noch was vom Motomaster bestellt. Und zwar High Performance Sprocket Bowls, weil meine Sprocket Bowls hier, sieht man glaube ich, die stehen ganz schön hervor und die Schwinge, ich weiß nicht, ob der TÜV das so abnimmt, also ich weiß nicht, ob die zu weit rausstehen hier für die Schwinge, deswegen sicher. 2000 Jahre später. So, ich bin fertig mit dem Umbau. Nice. Hier könnt ihr es nochmal sehen, die geilen Hebel. Raximo. Die sind, habe ich gesehen, so. Warte, ich fokussiere mal. Hallo. Geile Kamera auf jeden Fall. Sick. Nee, wenn man jetzt zum Beispiel die hier daneben sieht. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht. Auf der Kamera, doch, die glitzern. Die sind richtig rot eloxiert, Glitzer. Und die anderen sind schön matt rot eloxiert, was ich doch sehr, sehr viel schmackhafter finde. Sehr, sehr viel geiler. Und ja, einfach cool, dass die sind so schön kurz, die Hebel. Trotzdem TÜV zugelassen. Und genau hier auch. Die Scheune-Kupplung. Ja, die Spiegel sind dran. Auch sehr, sehr geil. Ja. Die Fußbolzen sind dran. Warum fokussiert er heute nicht? Also jetzt die Fußbolzen sind dran, die Originalen wieder sehr, sehr geil auch. Sieht nochmal ein bisschen hochwertiger aus. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und ja, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.